concerning the memorial. Der Glaube an den Gebetsbewahren ist keineswegs abhandengekommen. Im gesamten Rumänien, Westen Rumäniens, aus dem hohen Norden, an der ukrainischen Grenze und bis in den Südwesten, an der Grenze zu Serbien, siedelten einst in verschiedenen Etappen Deutsche an, die unter dem Begriff Donauschwaben die Regionen geprägt haben, in denen sie sich niedergelassen haben. Kultur, Sprache und Fleiß haben sich auf diese Landstriche so stark ausgewirkt, dass auch die vielfältigen politischen Aspekte und Veränderungen diese Werte nicht weglöschen konnten. Auch heute, bei einer geschrumpften Zahl der Pandeutschen, ist so manches von dem geblieben, was einst das Deutschtum hier verkörperte. Lieder und Tänze, Vokabeln in der Wirtschaft und das immer wieder von Andersnationalen hervorgehobene. Schade, dass die Schwaben ausgewandert sind. Vor Ort ist heute eine kleine Gruppe der sogenannten hier geblieben, die das Volksblut pflegen und so weit wie möglich weiter vermitteln. Nicht zuletzt ist die Sprache ein lebender Faktor des Deutschtums, die vor allem vor wirtschaftlichen Faktoren getragen und einen nie dagewesenen Zulauf an Schülern erlebt. Die größte Gruppe der Rumäniendeutschen, mit etwa 8500 Deutschen, lebt derzeit im Verwaltungskreis Temes. Die Kreishauptstadt Temeswar ist zahlenmäßig die Ortschaft Rumäniens mit den meisten Bürgern deutscher Abstammung. Nicht zuletzt hat der Wirtschaftsstandort Temeswar dazu geführt, dass gerade hier viele Deutschen vertrieben sind. Dazu gesellen sich die kulturellen Einrichtungen, die Sozial- und Wirtschaftsstiftungen. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Tatsache, dass der Unterricht in deutscher Sprache in Temeswar nicht nur erhalten geblieben ist, sondern sich stetig entwickelt hat und derzeit geradezu einen nie dagewesenen Zulauf erlebt. Gerade diesen Identitätsfaktor sehen wir besonders wichtig, denn Kinder und Jugendliche erlernen die deutsche Sprache aus dem Kindergarten bis zur Abitur. Trotz einer vorzeitigen Minderheitenpolitik Rumäniens ist es nicht immer einfach, den Erhalt der deutschen Schulen in dem Maße zu sichern, in dem sich die deutsche Gemeinschaft es wünscht, bezwang für notwendig erachtet. Vor allem in Kleinstädten und Gemeinden versuchen Schulbehörden auch schon mal die Schere anzusetzen. Selbst in Temeswar muss das Deutsche Forum gelegentlich um den Bestand an Klassen kämpfen, damit Kürzungen nicht gerade an unseren Schulen und Abteilungen angesetzt werden. Der Abgeordnete der Deutschen im rumänischen Parlament, Ovidiu Ganz, und unser Vorsitzender Jürgen Borg könnten Bände darüber sprechen. Sie müssen jedes Jahr für den Erhalt von Klassenabteilungen sowie für den Druck von Lehrbüchern sogar auf höchster Regierungsebene vorsprechen, um die Bildung in deutscher Sprache auf dem Stand der Erwartungen beizubehalten. Trotz finanzieller Unterstützung aus Deutschland kann der Lehrermangel an den deutschen Schulen nur zum Teil behoben werden. Viel zu verlockend sind nämlich die Angebote aus der Wirtschaft. Genauso wie
wie in vielen anderen Regionen des Landes, ist gerade Westrumänien ein bevorzugter Standort für große Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, und jedes solcher Unternehmen ist über weite Strecken ein potenzieller Arbeitsplatz. Denn gerade die besten Absolventen deutschsprachiger Schulen einen nur halb so gut bezahlten Job am Lehrerpult vorziehen. Und eben ist, hier ist der Wunderpunkt, denn um gut ausgebildetes Personal zu haben, bedarf es in erster Reihe fachlich kompetenter und motivierter Lehrer. Vor diesem Hintergrund wandte sich der Abgeordnete Ganz an die Vertreter der deutschen Unternehmer zu einem Motivationsschub, um die Bildung in deutscher Sprache auch mit ihren Mitteln zu unterstützen. Über die Wirtschaft hinaus sind Jugendliche aus deutschen oder deutschstämmigen Familien der Garant dafür, dass die deutschsprachigen Kultur- und Sozialeinrichtungen in Temeswar der zukünftigen Kulturhauptstadt Europas 2021 eine Perspektive haben. Dabei ist es ganz egal, ob Sie sich in den Jugendverbänden der deutschen Gemeinschaft engagieren, in den Sozialeinrichtungen zur Betreuung der Alten und Hilfsbedürftigen oder in den Kultureinrichtungen. Auch wenn es vielerorts heißt, die Auswanderungswelle nach 1990 habe das Ende des Deutschtums in Rumänien bedeutet, sind Jugendliche aus der deutschen Gemeinschaft dafür verantwortlich, dass eine banale Zeitung, deutsche Redaktionen in Rundfunk und Fernsehen weiterhin als Sprachrohre der deutschen Gemeinschaft gelten. Dass das deutsche Staatstheater weiterhin als eigenständige Kulturinstitution fungiert. Nicht vergessen seien hier die deutschen Laienkulturgruppen, die Tanz, Lied und Brauchtum der Ahnen pflegen. Das Deutsche Kulturzentrum hat längst sein 10. Jubiläum hinter sich. All diese Einrichtungen können nur dann bestehen, wenn auch der Fortbestand deutschen Unterrichts gewährleistet ist. Nicht zuletzt kann die Bildung in deutscher Sprache in Temeswar bis zum Masterstudium führen. Baufach, Wirtschaftswissenschaften, Germanistik, internationale Beziehungen und Theaterwissenschaften stehen deutschsprachig sprechenden Studenten in der Stadt an der Bega. All diese Institutionen sind nicht nur dazu da, den Deutschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie hier weiterhin ein Zuhause haben, sondern sie bieten auch den adäquaten Rahmen, um den Experten aus dem deutschsprachigen Raum ein Wohlfühlgefühl in einem vereinten Europa zu geben, das es heute ermöglicht, Familie und Arbeitsplatz in verschiedenen Ländern zu haben, ohne dass jedoch eine Trennung deutlich spürbar wird. Darüber hinaus ist die Temeswarer Volksuni seit Jahrzehnten ein Ort, an dem geselliges Beisammensein und Bildung sozusagen bei sich zu Hause sind. Die Vorträge sind nach wie vor gut besuchte Veranstaltungen. Die Tanzgruppe Wunderherztreiber und der Liederkranz vervollständigen das Freizeitangebot für viele Angehörige unserer deutschen Gemeinschaft. Über den Literaturkreis Stafete haben seit mehr als zwei Jahrzehnten junge, aber auch ältere Deutschschreibende eine Plattform zur literarischen Entfaltung. Poesie, aber auch Prosa.
verstaffeten Mitglieder veröffentlichen jährlich in mehreren Büchern ihre Arbeiten heraus, die bereits in vielen Bibliotheken einen Platz gefunden haben. Es gilt als Erfolg, wenn heute die deutsche Gemeinschaft ihre Feste feiern kann, wo die gesamte Gemeinschaft mitmacht und die Kommunalverwaltung ihren Beitrag leisten. Bei Minderheiten- und Tanzgruppenfestivals haben die Temeswarer Deutschen gerade über die Kulturgruppe Baraden und Bahrain eine führende Rolle eingenommen. Auch wenn die Zahl deutscher Mitbürger in Temeswar unter die 10%-Grenze gesunken ist, bleibt die Stimme der Deutschen eine hörbare geachtete. Als Exponenten dazu dürfen zwei Baradener Schwaben, Hertha Müller Literatur und Stefan Held Physik, erwähnt werden, die innerhalb weniger Jahre mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Sie setzen die Reihe all jenen fort, die als Baradener Schwaben in die Welt hinausgezogen sind und daran Namen erlangt haben. Erwähnt sein in diesem Kontext der romantische Dichter Nikolaus Leben und Adam Müller-Guttenbrunn, der erste Direktor der Volksoper in Wien, aber auch der Musiker Josef Brandes, ein berühmter Künstler und Professor. Wir Baradener Schwaben haben nach ihnen zwei bedeutende Kultureinrichtungen benannt, das Lenau-Lyzeum und das Adam Müller-Guttenbrunn-Haus, in dem wir uns befinden. 300 Jahre nach der von Eugen von Savoy Befreiung des Banats von der Türkenherrschaft und der Türöffnung für das Deutschland setzt sich der biologische Rückgang der Baradener Schwaben jeden Tag fort. Auswanderung, Geburtenrückgang und eine alternde Bevölkerung vermitteln auf den ersten Blick ein endgültiges Bild und für manch einen mag die Frage aufkommen, wann der Letzte das ausbricht. Sich mit diesen Gedanken zufrieden geben, würde wahrlich dem Ende des deutschen Gemeinschaft gleichkommen. Das deutsche Volk mag jedoch keineswegs solche Formen und Formulierungen mit in den Schoß gelegten Händen hinnehmen. Deshalb nutzen die Temeswarer Deutsche die gebotenen Hebel der rumänischen Minderheitspolitik, die Erfahrung ihrer politischen Vertreter und Exponenten, die einflussreiche Geschichte auf diesen Landstrichen, ihre Fähigkeit zur Integration und Identitätserfahrung, sowie die Chance der deutschen Partner in all Bereichen, um jeden Tag einen Identitätsneustart vorzuzeigen, denn auch in schwierigen Momenten neuen Mut schaffen kann. Ich danke Ihnen. Professor, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ich bitte das Auditorium, herzlichen Dank, ich bitte das Auditorium um Fragen etc. Bitte bleiben Sie. Bitte, Herr Doktor, das Mikrofon haben. Ja. Ich habe mir meine Ausführungen zum Namen Temeswar, Temeswar, Temeswar und so weiter aufgespart für diesen Vortrag. Es wurde vor allem in der Zwischenkriegszeit bedingt durch den Einfluss des Nationalsozialismus immer wieder versucht, den Namen Temeswar zu verdeutschen als Temeswar. Nun, der Name Temeswar mit Doppel-B und der Name Temeswar mit
V sind zwei unterschiedliche Bezeichnungen. Temeswa mit V kommt aus dem Ungarischen und heißt Temesváros, also die Stadt an der Temes, an dem Fluss Temes. Temeswa, Temeswa, oder wie wir in Wien das nennen, Temeswa, ist eben der Fluss Temes, aber das Va ist ein Wort, das aus der awarischen Sprache stammt und so viel wie befestigter Platz heißt. Genauso wie im arabischen Raum Rabat bedeutet, Ort, befestigter Platz. Und so bedeutet die deutsche Bezeichnung Temeswa, also befestigter Ort oder befestigter Platz an dem Fluss Temes. Und ist die deutsche Bezeichnung. Wie gesagt, doppelt B. Und ja, die Prägung Temeswurg, naja, man sollte sie mit Vorsicht genießen. Ich bleibe bei der offiziellen Bezeichnung oder bei der gängigen Bezeichnung, die belegt ist von Philologen und so weiter. Temes oder Temeswa, die doppelt B, mit awarischen Wurzeln. Wir haben gehört, dass die Awaren hier auch durchgezogen sind und ihre befestigten Plätze für ihre Pferde hatten und so weiter. Und das wollte ich nur zu der Bezeichnung Temeswa, Temeswa, Temeswurg sagen. Dankeschön. Ja, das ist genau, wie Sie sagen. Also die Deutschen aus dem Banner, die Banner der Schwaben, die deutsche Minderheit aus dem Banner, die sagen immer Temeswa. Und die Ungarn sagen auch Temeswa, das ist ja. Ja, der Meschwara. Ja, ein bisschen anders ausgedrückt. Es ist wahrscheinlich so wie die Wären so oder so der Österreicher und der Zeit auf ihn. Ich möchte nur noch hinzufügen, das ist zwar das direkt, nicht direkt zu, hat nicht mit Temeswar zu tun, aber in Rumänien gibt es zurzeit auch Hochschulwesen auf Deutsch, was sagt, dass es gibt einige Studienrichtungen, aber ich wollte sagen, an der Klausenburger Universität haben wir eine deutschsprachige Studienrichtung Teil der Universität, dass die Universität in drei Sprachen, die Hauptsprachen der Universität sind Rumänisch, Ungarisch und Deutsch, und dass wir ungefähr 1000 Studierende haben, die auch Deutsch studieren. Wir haben heuer 340 Erstsemester immatrikuliert. In Wirtschaftswissenschaften, Geografie, Informatik, viele, Germanistik und so weiter, in einer Fakultät. Also gibt es diese Variante des Studiums auf Deutsch. Und dabei muss man auch sagen, dass der rumänische Staat unterstützt einen Studienplatz für einen Deutschstudierenden mit 2,5 Punkten im Vergleich mit einem für einen auf Rumänisch Studierenden, der bei der Finanzierung einen Punkt gibt. Also für einen rumänischen Studienplatz hat einen Punkt, für einen ungarischen zwei, für einen deutschen Studienplatz 2,5. Das sind halt so Kleinigkeiten. Aber es gibt diese Tatsachen, das sind Fakten. Danke. Herr Dozent, Sie haben erwähnt, die Schwierigkeiten mit den deutschen Schulen, vorwiegend eben hier auch in Temeswar. Es gibt übrigens auch alte Bezeichnungen für andere Städte in dieser Großregion, Belgrad, Deutsch-Weißenburg und so weiter, die also in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist nur nebenbei. Bei meinen Gesprächen mit den Lehrerinnen vom Lindau-Gymnasium haben die vor allem, abgesehen von den Lehrkräften für technische Fächer zum Beispiel, auch erwähnt, dass es so große Schwierigkeiten gäbe oder gibt bei der Herstellung moderner Lehrbücher. Die haben also erzählt, dass sie müssen die alten kopieren, damit sie überhaupt irgendwelche Unterlagen haben, weil die rumänischen Verlage angeblich nicht bereit sind, so kleine Verkaufserlöse zu erzielen mit dem teuren Druck von Lehrbüchern. Meine Frage: Gibt es von Seiten der deutschen Staaten Mitteleuropas irgendwelche Unterstützungen in dieser Richtung? Weil es ist ja an sich ein Skandal, dass dieses hervorragende
St. Nikolaus und natürlich in Hermannstadt und so auch. Und ja, mit dem Buch sicher beschäftigt sich Herr Ganz schon lange Jahre und ich bin überzeugt, das Problem wird auch. Noch eine Frage von mir, mir fällt das Auditorium von uns rum. Sie sind auch kurz im Urheberrecht. So, ich wollte zur Information noch sagen, ich bin aus der Ukraine, aus der Stadt Chernivtsi und zu uns kommt schon das vierte Mal eine Artistin aus dem Deutschen Theater von Schwab zu unserer Theatergruppe und übt unsere Theatergruppe, Bukowina Felix, der hier auch auftritt und sehr großen Erfolg hat, wie man also, Dankeschön. Ja, das Deutsche Staatstheater in Demmeswald ist ein sehr gutes Theater, das muss ich sagen, nicht weil ich ein Demmeswalder bin. Das Deutsche Staatstheater ist anerkannt im ganzen Land. Sie haben viele Vorstellungen auch im Ausland. Waren mehrmals in Deutschland, in Österreich auch. Sie haben einen sehr guten Manager, einen Intendanten, Herr Lucian Schirac, der zurzeit Staatssekretär im Kulturministerium ist. Und junge Schauspieler, die sich sehr einsetzen für all was sie machen. Bitte. Noch Fragen an Herrn Dozent Dr. Fernbach? Wenn das nicht so ist, ich bedanke mich für Ihren Vortrag über Ihre Heimatstadt. Herzlichen Dank und auch danke, dass wir hier Gäste sein dürfen. Und ich schlage vor, dass wir, bevor wir mit dem Erwin Ziegel den nächsten Vortrag über das Bergland starten, 10 Minuten, 15 Minuten noch